Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit der lieben Maria Kakeaki. Schön, dass du Zeit gefunden hast, liebe Maria. Schön, dass wir uns hier online treffen können. Wir hatten ja kürzlich ein Video aufgenommen, haben wir darüber gesprochen, ob Chlorophyll wirklich so toxisch und schädlich ist, wie ich das mal irgendwo im Internet gesehen habe. Das Video habe ich auch schon veröffentlicht, das verlinke ich oben in den Infokarten. Und wir hatten ja ein langes, wir haben immer ein langes Vorgespräch, bevor wir die Videos aufnehmen. Heute auch wieder der Fall. Also ich schreibe dann immer lange Listen mit, weil die Maria einfach, also der Fundus, Wissen-Fundus und Tipps und Tricks, ich schreibe mir dann immer ganz viel mit und denke, oh, muss ich mal noch recherchieren, aha, das ist ein interessantes Produkt. Und bei dem Chlorophyll-Video hatten wir auch ein Vorgespräch, da hast du so erzählt, wenn deine Kinder, oder das sollen generell jetzt auch, sollen jetzt generell Tipps folgen für Kinder und Jugendliche, da hast du erzählt, ja, wenn deine Kinder mal irgendwas Ungesundes gegessen oder einen Energy Drink, hast du dann so gesagt, ja, dann sage ich das und das sollen sie nehmen oder das kauen. Und da habe ich gedacht, oh, das wäre mal ein gutes Video, dass man als Eltern von Kindern und Jugendlichen nicht verzweifelt, gerade auch über die Schule, dann werden doch mal ungesündere Sachen konsumiert, Fast Food, Süßigkeiten, und wie kann man ja die Zähne von Kindern und Jugendlichen schützen, aber auch von Erwachsenen, ne? Weil auch Erwachsene greifen doch auch mal zu ungesunden Sachen, zu Süßigkeiten, und ja, was kann man tun, um seine Zähne zu schützen, um ja die Entgiftung damit um zu unterstützen und auch die Zähne zu mineralisieren? Alles klar. Also ich starte mal. Also idealerweise natürlich, ich meine, wir wissen alle, also hier spreche ich die Eltern an. Wir wissen, dass gerade so die Teenie-Jahre, die sind einfach mal so eine sehr spannende Zeit. Ich meine, da gehen die Kinder durch Experimentierphase durch, machen Experimente, wo wir vielleicht einmal ein bisschen die Luft anhalten, ja. Wenn es jetzt um die Zähne geht, was mein Wunschkonzert ist, und das können wir als Erwachsene schon irgendwie so mitbegleiten und auch steuern, dass die Basis einfach schon mal gut ist. Also jetzt sage ich mal, die wenigsten werden jetzt irgendwie so auf der einsamen Insel oder in der Prärie ganz beschaulich wohnen, und da haben wir ja, also die meisten haben hier ein Thema schon mit einem welten zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Mhm. Ja, also, und da muss man jetzt mal sagen, und da spreche ich jetzt gerade mal so die erwachsenen Mengen an, normalerweise wäre so die Referenzwerte, die Blutreferenzwerte vom Vitamin D, sagt man zwischen 35 und 55 Nanogramm. Nanogramm, nicht Nanomol, Nanogramm. Wenn ich aber mit einem Implantologe spreche, der wünscht sich mindestens 70 Nanogramm. Warum? Der braucht ein bombenmäßiges Immunsystem, der braucht starke Knochen. Die brauchen wir auch. Ja, also deshalb, ich schaue immer auf völlig andere Vitamin-D-Werte. Also vielleicht hier gleich mal Einladung, um hier tiefer in die Materie reinzuschauen, das Buch vom Dr. von Helden, mhm. Gesund in 7 Tagen. Also das ist mal eine gute Lektüre für alle, die jetzt sagen, mein Gott, da muss ich meinem Kind einen Vitamin-D-Test machen lassen. Wir haben das die letzten 2 Jahre super auch gelöst. Es gibt diesen Zuhause-Peaks-in-den-Finger-Test, mhm. wo ihr nach einer Woche einfach die Auswertung habt, finde ich einfach geschmeidiger, sagen wir mal so. Ja, also den gibt es von der Firma Cerascreen. Mhm. Wichtig ist nur, dass eine Woche vorher kein Vitamin D genommen wird. Und dann gibt es, also es gibt den Vitamin D3-Rechner, findet man im Internet, gibt man seinen Istwert rein, seinen Wunschwert, noch ein paar Parameter wie Gewicht und wie schnell es soll mal aufgefüllt werden. Und dann hat man halt einen guten Vitamin-D-Wert. Da wollen wir hin. Und Vitamin-D-Wert immer im Verbund mit Vitamin K2 genommen. Vitamin K2 integriert einfach Calcium und Magnesium, also wesentlich besser in feste Strukturen. Und dann brauchen wir nur Magnesium. Und Magnesium, wir hatten gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Magnesium ist halt auch das Mineral, das wir brauchen, um Calcium in feste Strukturen zu binden. Und wir alle brauchen enorm viel Magnesium. Magnesium ist ja das Mineral, das uns so in die Ruhe kommen lässt. Ja. Und wenn man uns so die letzten 2 Jahre anschaut, die ja alles andere als beschaulich waren, und da haben wir einfach gesehen, es kommen viele Menschen in einen Magnesiummangel. Viele, viele. Also die meisten, wenn man über Magnesium redet, sagen, ich habe keinen Krampf im Fuß, ist schon alles Paletti. Vielleicht wollt ihr gerade mal so im Internet schauen, so Magnesiummangelsymptome, da kommt dann eine ganze Liste, da wäre es dann wirklich spannend. Also Magnesium ist super. Wenn eure Kinder baden, kennt ihr ja Magnesium, Magnesiumsalz,
ins Bad nehmen, so anstatt Basensalz einfach Magnesiumsalz. Das ist entweder Magnesiumchlorid oder Epsomsalz, das ist Magnesiumsulfat. Also es sind schon mal ein paar Sachen, die man einfach mal so machen kann. Kinder so schauen, Vitamin D, du bist mit Magnesium so versorgt. Das ist schon mal ganz gut. Wenn es irgendwie geht, dass man den Kindern einfach Gemüse schmackhaft macht, das ist natürlich also das ultimative Wunschkonzert. Also bei mir so in der Familie, wir schauen immer, wenn die Kinder so mal so Experimente gemacht haben. Und ich meine, das Kind kann schon manchmal sein, wenn ein Kind so zu tief in die Datteltüte reingeschaut hat, ja. Mhm. Oder wenn es halt mal irgendwelche zu viel Süßes jetzt getrunken hat, ich meine auch Fruchtsäfte oder die es jetzt auch aus der Flasche gibt, so die so Smoothie aus der Flasche und vielleicht auch noch roh, es sind halt einfach Zuckerbomben. Also meine Kinder sind so gebrieft, wenn jetzt sie eine Zuckerbombe nehmen und sie wollen jetzt irgendwie so Schadensminimierung machen im Sinne von das jetzt irgendwie abzupuffern, die puffern auf zwei Ebenen ab. Also eins schon mal so im Bauch wird schon mal gleich hinterher zum Beispiel Zeolit geschickt. Mhm. Ja? Wenn sie jetzt jemand sagt, hoppala, da wird irgendwie, oder Heilerde, da wird irgendwie eine Nährstoffaufnahme verhindert. Also wir reden jetzt ja von Zuckerbomben. Ja, wir reden jetzt ja nicht irgendwie von irgendwelchen Salaten oder sonst noch was. Wir reden jetzt von sowas, was, naja, jemand heute mal isst, aber eigentlich jetzt keinen 0,0 Nährwert hat. Ja, mhm. Und da finde ich es zum Beispiel gut, einfach, also meine, die nehmen einfach gerne mal so gleich mal hinterher, weil es halt praktisch ist zum Mitnehmen, so ein paar Kapseln Zeolit, mhm. Und haben halt vielleicht ein paar Chlorella oder Spirulina-Presslinge dabei, die dann einfach mal schnell gekaut werden, weil dann habe ich eins, ich habe es also praktisch im ganzen Körper adressiere ich das, weil wenn ich jetzt sehr viel Zucker aufnehme, muss ja der Körper irgendwie schauen, wie er den pH-Wert vom Blut und den Blutzuckerspiegel jetzt irgendwie regelt. Wenn ich aber jetzt gleich mal irgendwie was hinterher schicke, das irgendwie abpuffert, bremse ich natürlich so eine Entmineralisierung gleich mal schon da ab. Und in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel Spirulina oder Chlorella-Presslinge zum Essen gebe, habe ich natürlich den Riesenvorteil, wir ändern auch noch das Mundmilieu, weil wenn jetzt da Zucker ist gleich Säure in den Mund kommt, also so die volle Ladung und immer wieder, ja, dann kann ich natürlich hier mit zum Beispiel mit Chlorella oder Spirulina-Presslingen erst schon mal richtig gut ausgleichen. Und gerade wenn Kinder noch recht jung sind, da kann man sie auch noch recht gut ranführen an Chlorella und Spirulina, als wenn sie jetzt schon vielleicht jugendlich sind und kennen den Geschmack nicht. Und du hast auch in deinem Buch Grassaftpulver ja beschrieben, gerade auch für Erwachsene. Man kann ja auch mit dem Grassaft, also mit Grassaft, mit der Lichtkraft, mit der grünen Lichtkraft, kann man ja auch so ein, mit Wasser verrühren, dann so ein Basenbad für den Mund machen. Das einfach mal Mund hin und her ziehen, das hast du ja dann gut beschrieben. Das wäre auch für Erwachsene eine gute Möglichkeit oder auch Kinder, Jugendliche, wenn sie das annehmen, wenn sie den Geschmack mögen. Also das ist immer gut, die Möglichkeit. Oder wenn du draußen in der Prärie bist, dann ist natürlich, also ich meine, wir Erwachsene würden es vielleicht sagen, ja, ist halt ein paar Löwenzahnblätter, gerade im Sommer, ist irgendwas Grünes, ist ein paar Kohlrabiblätter, was auch immer, mach was, um gleich so das Mundmilieu zu ändern, weil manche sagen dann, jetzt muss ich Zähne putzen. Zähne putzen hätte so diesen Effekt, dass man sagt, okay, wenn du jetzt Datteln oder Feigen gegessen hättest, dass die nicht dran kleben, okay. Aber ansonsten ändern das Zähneputzen jetzt nicht signifikant das Mundmilieu, weil da muss ich mit Mineralien kommen, dass ich einfach so diese nachhaltige Veränderung machen kann. Mhm. Ja, also du hast ja auch so im Vorgespräch so ein bisschen beschrieben, was du zur Zahnpflege empfiehlst. Was würdest du gerade für Eltern, so Kinder, Jugendliche, aber was eigentlich auch für Erwachsene gilt, was würdest du da so empfehlen, um die Zähne auch ja, zu pflegen und zu unterstützen, gerade bei einer nicht so optimalen Ernährung? Mhm. Also mir geht es einfach darum, so Zähneputzen ist im Grunde genommen dazu da, dass Plaque entfernt wird. Jetzt kommt aber so dieser spannende Faktor, dass du mit so einer normalen Zahnbürste und mit dieser horizontalen Putztechnik den Plaque gar nicht entfernen kannst. Den nehme ich jetzt gerade mal mit, weil Plaque haben wir ja so an diesen Zahnfleischrändern. Und wenn jetzt da einfach mal so geputzt wird, und ihr könnt alle diesen Test machen. Kennt ihr von früher noch her? Also man hat diese roten, du hast geputzt wie ein Weltmeister, dann kamen die roten Einfärbetabletten und dann kam die Konfrontation mit der Realität. Alles rot.
Und das ist dann wirklich super. Dann nimmt man die Einbüschelzahnbürste, sagt sie, das ist so, so eine Einbüschelzahnbürste. Und mit dieser Einbüschelzahnbürste, die setze ich einfach so ziemlich oben mittig an. Dann drücke ich leicht dagegen, dann spreizen sich die Borsten, die gehen bis zum Zahnfleisch ran. Und dann gehe ich halt einfach so, jetzt so gefüllt, die dreimal so hin und her, mache das schön sauber. Und natürlich, das kannst du beim, am Anfang, das machst du vielleicht nur, schaust nur genau zu. Und dann hantiert man, jetzt sage ich, wie man mit einem Zahnstocher vielleicht hantieren würde, das machst du einfach per Gefühl. Das, die nächsten Male machst du das beim Lesen oder bei was auch immer du nebenbei machst. Du gehst außen an allen Zähnen entlang und danach innen. Jetzt hat die hat einen Riesenvorteil, weil vorher, du kamst nie ganz hinten an mit der normalen Zahnbürste und nie vorne unten rein. Vorne unten rein ist immer der Klassiker mit Zahnstein. Also wenn vorne unten mal der Zahnstein entfernt wurde, mit dieser Einbüschel-Zahnbürste täglich, das braucht nie mehr wiederkommen. Ja. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du bist ja gar nicht so ein Fan von Bambuszahnbürsten, weil die dir nicht weich genug sind. Du empfiehlst ja doch auch eher weiche Zahnbürsten, ne? Für die Zähne, für die. Also bei der Bambuszahnbürste, da muss man halt erst einmal die super weiche Bambuszahnbürste begegnet sein. Ich glaube, das ist so das Thema. Okay. Und wir müssen hier schon richtig differenzieren, so wie jeder von uns einfach einzigartig ist, so ist auch der Zahnschmelz komplett anders. Es gibt Menschen, die haben einen super robusten Zahnschmelz, die können so bis ins hohe Alter wirklich mit den härtesten Zahnbürsten putzen und haben nie ein Problem. Jemand anders hat vielleicht einen super sensiblen Zahnschmelz. Für die sind sogar die Weiche aus dem Drogeriemarkt nun Schrubber. Mhm. Und da kommen halt viele Faktoren zusammen. Deshalb ist mir ganz wichtig, die müssen super, super weich sein. Also das ist jetzt eine, da ist die aus dem normalen Drogeriemarkt nun Schrubber. Und bei der Bambuszahnbürste, da haben halt nur so was anderes, worüber einfach nicht gern geredet wird. Mhm. Das halt oft einmal so das Schimmelthema gibt. Ah, okay. Muss man halt wirklich regelmäßig. Muss man echt aufpassen. Muss man aufpassen. Ja. Und das hat man zwar im Vorgespräch nicht, aber was hältst du von der Mieswack? Von der Mieswack-Zahnbürste? Ja, genau. Dieser Mieswack-Zweig. Also der Mieswack-Zweig, der ist insofern ganz interessant, weil er einen leichten natürlichen Fluoranteil hat. Mhm. Jetzt kommt es auch, also weil der muss erst schön fransig gekaut werden. Ja. Dann kannst du erst damit putzen. Für mich ist einfach so, die Botschaft möchte ich einfach rübergehen, spür in dich rein, wenn du eine Zahnbürste oder wenn du eine neue Zahnbürste hast, ist die wirklich mild für dich? Mir hat einmal ein Zahnarzt gesagt, er sagt, sei mit deinen Zähnen so liebevoll wie mit dem Partner in der ersten Stunde. Also einfach ganz liebevoll mit den Zähnen umgehen. Also nicht so, oh, das muss ich jetzt und da muss ich jetzt schrubben, sondern und je fester ich schrubbe, desto besser ist es für die Zähne, gar nicht. Also da spielt halt hier die Einbüschelzahnbürste also hier eine große Rolle. Mhm. Das ist noch das eine. Dann gibt es andere, dass es sehr viele Zahnputzmittel gibt mit starken abrasiven Inhaltsstoffen. Also das muss man auch noch irgendwie so im Hinterkopf haben, weil ich habe jetzt teilweise, ich hatte jetzt gerade mal wirklich ein paar sehr dramatische Beratungen, also mit Leuten, die so vermeintlich das beste Produkt gekauft haben für ihre Zähne und schon gemerkt haben, dass die Zähne irgendwie sensibel waren, aber das nicht auf die Kombination mit diesem Produkt geschoben haben. Also nicht jeder Zahnschmelz ist mit jedem Produkt kompatibel. Mhm. Deshalb würde ich, also sagen wir mal, harte Zahnbürste mit starkem Schleifkörper ist natürlich noch mehr Abrieb. Mhm. Und natürlich kommt es auch darauf an, wie sauer ist das Mundmilieu, dann ist auch noch mehr Abrieb. Und wenn ich heute halt jetzt eine super feine Zahnbürste habe, und dann benutze ich einfach sagen wir, ein Putzmittel, das keine starken Schleifkörper drin hat. Wenn du irgendwie eine weiche Zahnbürste hast und du kaufst dir irgendwie was Neues und wenn das nur so angepriesen ist, so als super duper natürlich und jeder hat Vorteile davon, wenn du damit ein Problem hast, ist es nicht das Richtige für dich. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil bei den Zähnen
Das kann also richtig super schnell gehen, dass es einfach einen sehr, sehr starken Abrieb macht. Was würdest du so als Zahnpflegeprodukt empfehlen, neben einer weichen Zahnbürste und dieser Einbüschelzahnbürste? Was würdest du drauf machen? Gott, das ist immer so der Oberklassiker, dass ich das optimale Zahnpflegeprodukt empfehle. Also es gibt, also ich möchte jetzt da nicht mich auf irgendeine Marke oder eine Zahnpasta irgendwie so, so mal fixieren. Was manchmal interessant ist, wenn man irgendwas hat, was zum Beispiel auch ölbasiert ist. Also es gibt so Sachen, die zum Beispiel auf Kokosölbasis sind. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von selbstgemachten Dingen, wo jetzt da vielleicht noch Kreide und sonst noch was reinkommt, weil es kommt immer auf die Körnung an, und wenn die Körnung einfach grob ist, dann geht es dem Zahnschmelz an die Substanz. Und für alle, die jetzt zum Beispiel sich irgendwie Xylit auf die Zahnbürste geben wollen, das ist suboptimal in Kristallform. Bitte keine Kristalle an die Zähne. Also wenn das verflüssigt ist, kein Thema, aber eben Kristalle auf die Zähne, das ist meistens so, die Formel ist gleich Abrieb. Also ich habe auch vor Jahren regelmäßig Zahnpasta selber gemacht, auch wo meine Söhne noch kleiner waren, und habe dann meist ja auch das ganz fein gemahlen, das Xylit. Oder für mich habe ich dann eher Kokosöl und Kurkuma gehabt und vielleicht noch irgendein ätherisches Öl, aber meistens ja schon sehr einfach. Manche putzen ja auch eher nur mit Wasser, ne? Ich meine, ich denke auch, die Menschheit hat ja tausende, Jahrhunderte, ich weiß nicht, wie lange die Menschheit wirklich zurückgeht, ja wahrscheinlich nie Zähne geputzt. Das ist ja eher so ein neueres Phänomen. Und kam ja auch ohne diesen ganzen Zahnutensilien und Zahnbürsten. Wahrscheinlich hat man eher auch so wie so ein Zweig, oder man hat sich ganz einfach eher die Zähne geputzt. Ja, also wirklich eine lange Zeit, vielleicht auch eher mit Wasser oder irgendwelchen Natur. Ich weiß nicht, was es da gegeben hat. Ist auch interessant, ne, dass man so viel Zahnpflegeprodukte hat, aber der Zahnverfall auch bei Kindern nimmt immer mehr zu. Wir hatten auch im Vorgespräch von dem Phänomen der Kreidezähne, ne? Es gibt ja da verschiedenste Einflüsse. Du hattest zum Beispiel auch mir erzählt, Elektrosmog. Das kann auch gewisse Beeinflussungen in der Schwangerschaft sein, einer Mutter, einer Frau, dass dann das Kind gewisse Störungen schon in den Zähnen hat. Ne? Also das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ja, deswegen ist es auch wichtig, einfach zu wissen, wie könnte man Kinder, Jugendliche oder auch wie können sich Erwachsene unterstützen, ja, um die Zahngesundheit zu erhalten. Ne? Ich weiß, du redest auch immer von Trockenfrüchten ab, ne? Und gerade wenn man eher so ein bisschen alternativer sich ernährt und auch seine Kinder, dann denkt man immer, oh, Datteln oder Feigen ist ja kein Problem, ne? Kann man mal machen, aber kannst du noch mal kurz für meine Zuschauer sagen, ja, wie zu Trockenfrüchten noch mal deine Meinung? Ganz wichtiger Punkt. Also da erinnere ich mich noch so an eine Beratung mit einer, also weil für mich das ist immer, da musst du uns immer 3 Tage Ernährung einschicken, und die war also sehr ungehalten, dass sie sich sowieso super gesund ernährt. Ich meine, fast jeder ist davon überzeugt. So, und sie isst keinen Zucker. Ein Blick auf ihren Ernährungsplan hat täglich 20 Medjool-Datteln ergeben. Hui. Ist in ihrer Realität kein Zucker war. Ich meine, klar, jetzt, wenn wir mal genau hinschauen, natürlich bringen die Trockenfrüchte auch noch ein bisschen Mineralien mit. Aber unser Körper ist nicht designed für diesen Overload an Zucker. Weil das Wasser ist extrahiert, ja. Also ich meine, in der sagen wir, natürlichen Form, da wäre irgendwann mal schon längst Schicht im Schacht. Aber man kann da ohne Probleme so ein Tütchen einfach mal sich einverleiben. Und das ist extrem viel Zucker für unseren Körper, wofür unser Körper einfach nicht designed ist. Und also ich habe früher mit meinen Kindern immer so einen Deal gemacht, ja, weil ich jetzt nicht wirklich, ich meine, früher war es noch immer so, dass wenn man irgendwo mit den Kindern zum Einkaufen gibt, dann gab es immer so Gummibärchen oder irgendwelche Sachen. Ich meine, die haben dann oft schon gesagt, na, wollen wir nicht. Aber wir sind dann mal irgendwann mal auf den Punkt gekommen, wir tauschen das ein. Meine Kinder haben angeschleppt von draußen, was auch immer sie bekommen haben, und ich habe das eingetauscht, und zwar mit getrockneten Papayas. Also die nicht gezuckert und geschwefelt sind. Also getrockene Papaya, die haben die Süße, die Kinder haben die super gern gegessen. In Rohkostqualität kommen da also wirklich noch super viele Vorteile mit, generell fürs ganze Verdauungssystem. Aber die ganzen Zuckerbomben, die du angesprochen hast, also wie Rosinen und Datteln und Feigen,
Also die hat es bei uns eigentlich nie gegeben, maximal irgendwann mal, wenn es mal vielleicht irgendwelche Kugeln gegeben hat, aber auch die, also in homöopathischen Dosen. Hm. Ja, ich habe in irgendeinem Video mal erwähnt, ich habe dich ja mal auf der Revolution in einem Zahngesundheitsvortrag gesehen und da hast du auch schon gesagt, oh, also Trockenfrüchte ja nicht, Datteln höchstens mal zu Weihnachten, zum Geburtstag, aber eher die Finger davon lassen. Ja, dass man einfach, ich glaube, je jünger die Kinder sind, umso mehr kann man auch so Angebote machen mit wirklich gesunder Kost, mit mehr Grün, je jünger die Kinder sind und man lebt das auch vor. Also ich habe auch Freunde, wo die kleinen Kinder schon Spirulina und Chlorella kauen und auch Grün trinken, Grashaft. Ne? Das ist ja auch eine Sache, wie früh fängt man damit an, wie lebt man das vor und dass man da schon ein bisschen Einfluss nehmen kann über die Ernährung, dass viele Mineralien drin sind. Du bist ja auch so eine Grünverfechterin und Gemüse, Grün und Gemüse. Ne? Und wenn man das auch selber vorlebt, immer wieder integriert und viele Angebote macht, es gibt ja nun auch eine Vielfalt, dann denke ich, kann man die Kinder schon ganz gut versorgen. Und dann eben deine Tipps mit dem Zeolit. Also gut, Erwachsene können ja auch wahrscheinlich das einfach in Wasser verrühren und trinken, aber für Kinder oder Jugendliche, die Kapseln schlucken können, wäre es auch ganz gut, diese Zeolit-Kapseln, was du empfohlen hast, gerade wenn es dann ein Energy-Drink, irgendwas Süßes oder irgendwas Ungesundes, dass man das danach nimmt oder Chlorella, Spirulina, wenn Kinder, Jugendliche, wenn die da ja mit vertraut sind, auch den Geschmack mögen. Ich meine, meine Söhne, die mögen den Geschmack zum Beispiel nicht, die kauen das nicht, die nehmen das eher mit Wasser ein, aber das hat dann eben nicht so den Effekt für die Zähne, dass man die Zähne schön grün, ne, dass man, das ist so wie so ein, ja, Basenbad kann man jetzt nicht so sagen, aber dass da schöne grüne Schicht drüber kommt, ne, und dass die Zähne dann auf einmal, oder dass das Milieu im Mund auf einmal sehr basisch ist, ne. Das ist, wenn man es einfach nur mit Wasser nimmt, hat man den Effekt nicht. Aber wenn man die Kinder früh genug ranführt und sie mögen wirklich den Geschmack von Spirulina und Chlorella, ist das auch eine gute Möglichkeit. Manche essen ja auch in alternativen Haushalten Chlorella, Spirulina wie Süßigkeiten. Das gibt's dann jeden Tag, wird das gekaut. Ne? Muss man auch schauen, ob die Kinder dafür zugänglich sind. Wahrscheinlich auch deine Kinder, wahrscheinlich, als sie kleiner waren. Ne? Also ich habe eine Tochter, die hat sie immer zum Geburtstag, sie wollte immer so ihre Chlorella haben, weil die, also die, und nach wie vor noch, also die isst sie schon seit sie klein ist, wie die Bonbons. Mhm. Also die Chlorella und die Spirulina. Und also ich meine, so Kinder ohne Süß, mir geht's halt auch drum, dass man so nicht dieses krasse Verbotsschild irgendwie so aufbaut. Also deshalb so, wie ich schon gesagt habe, es hat so die getrocknete Papaya, die Mangos sind auch noch gegangen, die Jackfruit geht auch. Wenn man jetzt zum Beispiel so Kinder hat, wo du sagst, man schlucken würden sie schon, aber jetzt kauen gerade nicht, dann ja wunderbar. Also wenn sie da irgendwas an Mineralien hinterher schicken, ist immer von Vorteil und im Mund. Ich meine, wir haben noch die Alternative mit den Xylit-Bonbons, ja? Also ich meine, dann hat man halt zumindest einmal, also in dem Moment, wo man Xylit-Bonbon lutscht, das ist ja genau dieser Zucker, mit dem die Bakterien, die Kariesbakterien es nicht verstoffwechseln können, dann hat man halt insofern irgendwo eine Schadensminimierung gemacht und also lieber so als gar nicht. Ja, denke ich auch. Genau, also Zeolit, entweder als Pulver, als Kapseln. Wir hatten die grüne Lichtkraft, also irgendwas Grünes. Gerade für Erwachsene ist das ganz gut. So ein Basenbad, auch grüne Mineralerde kann man ja auch trinken oder so ein bisschen. Du hast gesagt, für ganz schwere Fälle, die nehmen das dann im Mund auch mal über Nacht, dass der Mundraum basisch ist. Dann, du hast was zur Zahnpflege gesagt, weiche Borsten, ne? Einfach weiche Borsten, auch diese Einbüschelborste. Ich habe das heute auch das erste Mal gehört, das werde ich mir auf alle Fälle auch besorgen. Auch du hast ja auch im Vorgespräch noch diese Interdentalbürste, genau, die empfohlen, wenn man machen das, Sinn. Die machen Sinn. Auf alle Fälle Sinn. Kann man auch mit Kindern und Jugendlichen schon langsam sie ranführen und selber auch zeigen, vormachen. Das ist ja auch das immer, was man zusammen als Familie lebt, ne? Dass sich oft das Kinder abschauen und einfach das auch dann später im Erwachsenenalter beibehalten. Und über die Ernährung natürlich, ne, dass die Ernährung grün, mineralstoffreich ist, Trockenfrüchte eher selten. Du hast ja auch genannt, welche Trockenfrüchte gehen. Ja, dass man einfach schaut, wo man optimieren kann, aber das nicht zu dogmatisch, nicht ein Drama draus macht. Dass man einfach weiß, okay, jetzt gab es hier bei den Jugendlichen mal Fast Food, Energy Drink oder gab wirklich mal eine süße Bombe, irgendwas, dass man da kein Drama macht, dass man den Kindern einfach zeigt, hier, das ist die Möglichkeit. Dann kannst du einfach ja den Schaden ein bisschen minimieren und ja, dass man den Kindern auch, ich denke, das gehört vielleicht auch dazu, in einer eher gesundheitsbewussteren Familie, dass man die Kinder auch aufklärt, wie es um die Lebensmittel bestellt ist, warum Vitamine, Mineralien für unseren Körper notwendig sind, auch für die Entgiftung und dass man da einfach so ein bisschen auch Aufklärung betreibt, weil in der Schule und im Fernsehen wird es dazu nicht viel geben.
Das geht dann auch wieder in die Selbstverantwortung, nicht für sich selbst, sondern auch für die Kinder, für die Jugendlichen, für die eigene Familie, um so einfach auch ja die Zahngesundheit zu erhalten, weil viele denken ja auch hier in der heutigen, ja, in unserer Gesellschaft auch, ja, Karies gehört halt dazu, ist halt Karies, na ja, ist mal ein Loch drin, da geht man zum Zahnarzt, dann machen die eine Füllung rein und gut ist. Aber wenn man ja wirklich ausspricht, was Karies ist, es ist Zahnfäule. Das heißt, ja, der Körper ist nicht im Gleichgewicht, ne? Und das zeigt sich dann an den Zähnen und das muss nicht sein. Und du kennst wahrscheinlich auch die Arbeiten von Weston Price, obwohl ja, das, klar. Obwohl ja, er hat ja da eine andere Konsequenz, was die Ernährungsweise hat ja empfohlen, eher mehr tierische Produkte, aber das war faszinierend, was er damals rausgefunden hat. Ne? Wenn die Menschen sich natürlich ernähren, und das war ja wirklich weltweit ganz verschiedene Ernährungsformen, aber sobald Industriekost dazu kam, Mehl, Auszugsmehle, Sirup, Zucker, dann konnte man das gut erkennen, wie auf einmal die Zähne einen Schaden nahmen. Ne? Und wenn sie wieder zurück, zum Beispiel hat man, glaube ich, bei den Inuit, ne, wenn die so traditionell, die haben ja auch sehr viel tierische Produkte, aber wenn die dann weiter in den Süden gewandert sind, haben dann diese ganzen Industrieprodukte, Konserven, Sirup, Zucker, das waren ja so die ersten Industrieprodukte, auch um damals, ich glaube, Weston Price war so 1910, 1915 war der ja weltweit unterwegs, glaube ich. Und dann hat er erkennen können, oh, die Generation, die jetzt hier weiter südlich lebt, total die Zahnschäden. Auch die Kinder, verengte Zahnbögen, Karies. Und gehen die wieder zurück in ihre Heimat und essen wieder traditionell, dann stagniert das. Also faszinierend. Also kann ich auf alle Fälle jedem empfehlen, sich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Und was ich auch so faszinierend fand, wie er beschrieben hat, dass so, wenn er, da war ja im Kongo, in der Schweiz, ach, da war ja weltweit überall, dass er gesagt hat, dass so eine Ethnie, so ein Volk, die haben sich wie Brüder und Schwestern geglichen. Die hatten so ebenmäßiges Gesicht. Die Zahnbögen waren super. Hatte auch Fotos immer von wo die Zähne und der Zahnbögen wirklich in Ordnung waren. Und dann die Generation, die schon sehr ungesund gelebt hat, wie sich die Zähne auch gucken. Guck mal, wie viele heute auch Kinder, Jugendliche Zahnspangen benötigen. So. Oder auch, weil die Weisheitszähne keinen Platz haben. Die drücken bei mir auch so, ne? Bei mir haben die auch ein bisschen die Zähne zusammengeschoben. Und dann denke ich immer, das kann ja nicht natürlich sein, wenn man zu einem Zahnarzt, zu einem Kieferchirurgen gehen muss. Er muss einem die Weisheitszähne ziehen, weil nicht genügend Platz dafür ist. So, ne? Also, ich finde, das ist auf alle Fälle ein spannendes Thema, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und möchte ich zum Schluss auch erwähnen, du hast ja auch ein Zahngesundheitssymposium ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, wie viel, schon seit ein paar Jahren. Ja, also ich habe bis jetzt 5 Deutsche gemacht, ich habe einen internationalen gemacht. Also der nächste ist gerade so im Making. Also da sind auch sehr wertvoll, also das ist ja dann auch immer, das ist ja immer phasenweise. Man kann aber die Zahngesundheitssymposien auch kaufen. Das ist ja wie so ein Videokurs, wie so ein Paket, ne? Also das Zahngesundheitssymposium, man kann sich anmelden für ein Zahngesundheitsnewsletter. Und wenn man sich anmeldet, man bekommt die Trailer von allen 5. Also die Trailer, das sind ja immer so die Appetithäppchen, so die ganz interessanten Punkte. Mhm. Und im Zahngesundheitsnewsletter, der ist manchmal einmal im Monat, manchmal öfter, da werden auch immer wieder mal Interviews von früher oder mal ganz aktuelle einfach gezeigt. Genau. Ah, okay. Also ich werde alles unten verlinken für die Zuschauer, die sich dafür interessieren, da mal tiefere Einblicke zu bekommen. Du hast ja da ganz viele Experten rund um die Zahngesundheit. Das geht ja wirklich sehr, das verzweigt sich sehr weit, es geht sehr in die Tiefe, sehr interessante Informationen. Finde ich auf alle Fälle empfehlenswert, sich da mal mehr mit der Zahngesundheit zu beschäftigen. Ne? Also das ist wirklich ein wertvolles, wichtiges Thema. Und einen Punkt, den ich vielleicht gerne noch so in einem Satz ansprechen möchte, weil du hast gerade so die Zahnstellungen angesprochen, wo einfach so die klassische Zahnmedizin sagt, ja, da muss man leider Zähne entfernen und so weiter und Spange. Ich habe super coole Interviews zur Dentosophie. Es gibt auch ein Buch zur Dentosophie, wo es einfach anders gehen kann und wesentlich geschmeidiger ohne die klassische Zahnspange. Also das lohnt sich auch auf alle Fälle für alle Mamas, die jetzt gerade vor so einer Entscheidung stehen, auch mal da reinzuschauen. Werde ich auf alle Fälle alles unter dem Video verlinken, unter unserem Interview und auch im ersten angepinnten Kommentar. Alles, was auch, du hast ja auch eine Webseite auf Facebook, aber du hast eher die Webseite, ne, wo man dann einiges über dich findet und auch wo ihr euch zu diesem Zahngesundheits-Newsletter anmelden könnt. Liebe Maria, hat mich wieder sehr gefreut. Also ich bin dann immer nach so einer Zeit mit dir, wir hatten ja auch ein langes Vorgespräch, ich muss danach erstmal so für mich so das setzen lassen, wieder so viel Infos und so viel Wertvolles auch für mich.
Auch jetzt hier in diesem Interview natürlich. Und es wird auf alle Fälle im neuen Jahr auch noch weitere Interviews. Ich habe heute schon gesagt, oh Maria, ich habe mindestens noch zwei Themen, die ich mit dir noch hier in einem Video machen würde, weil einfach, da ist so ein großer Wissensfundus, also ist einfach so viel Information und Erfahrung, das ist einfach schön. Und das möchte ich gerne noch ein bisschen teilen. Liebe Maria, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die Einblicke, für die wertvollen Tipps. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch. Also ihr könnt gerne eure Meinung, Gedanken, Erfahrungen hier unter dieses Video packen. Wir freuen uns über regen Austausch. Gerne eure Erfahrungen zur Zahngesundheit. Was hat euch geholfen? Habt ihr die Tipps von Maria? Kennt ihr die schon? Habt ihr die auch schon umgesetzt? Bei euch selbst und eurer Familie? Ja, ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch unter diesem Video. Ja, wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Video.